Ein Thema, das wir dann für den Themenbereich 2 nochmal brauchen, bei den Softwarearchitekturen, das aber aufgrund seiner grundlegenden Ausrichtung jetzt da in den Grundlagen drinnen ist, ist das sogenannte reaktive Manifest. Verteilte Systeme gibt es schon relativ lang. Das ist ein Thema seit mehr als 30, 40, eigentlich nur länger, 50 Jahren. Tatsächlich ist es ja nach wie vor eine Diskussion, wie man ein verteiltes System idealerweise gestaltet, und das reaktive Manifest deswegen drinnen, weil es sehr aktueller Ansatz ist, wie versucht wird in der Softwareentwicklung, in der Softwareindustrie auf die Anforderungen verteilter Systeme durch moderne Technologien einzugehen. So, da hüpft was. Ich würde euch bitten, das einfach einmal durchzulesen. Ich gehe jetzt nur auf die vier Grundbausteine, die da erwähnt sind, ganz kurz ein. Das reaktive Manifest sagt, man soll verteilte Systeme so bauen, dass sie vier Eigenschaften realisieren, die allesamt, oder von denen die ersten drei, muss man eigentlich sagen, von denen die ersten drei, was mit dem zu tun haben, was wir vorher unter Transparenz diskutiert haben. Ein reaktives System muss antwortbereit sein, also responsiv sein, das heißt unabhängig von Umgebungszuständen, von Lostzuständen, muss man das System eine Antwort liefern, wann das nur irgendwie möglich ist. Wann das System abgesteckt ist und keine Verbindung zum Netzwerk hat, geht das natürlich nicht. Dann muss das aber auch erkennbar sein, und ansonsten muss das System responsive, also antwortbereit sein. Die Resilience, die Widerstandsfähigkeit, ist die zweite Eigenschaft. Da geht es darum, dass das System ausfallstransparent ist im Wesentlichen, wenn man es zusammenfasst. Das heißt, dass es operativ bleibt, auch wenn es Hardware- oder Softwareprobleme gibt, also wenn Fehler auftreten. Wenn Knoten ausfallen oder wenn die Software irgendwelche Fehler hat, muss das Gesamtsystem trotzdem operativ bleiben und responsiv bleiben. Unter elastisch versteht man mit modernerer Technologie die sogenannte Lastskalierbarkeit, die wir vorher diskutiert haben. Das heißt, das System muss unter ändernden Lastbedingungen antwortbereit bleiben und sich an diese Bedingungen anpassen lassen. Das heißt, es muss raufskalieren, wenn die Anforderungen steigen, und es soll sie wieder runterskalieren lassen, wenn die Anforderungen wieder zurückgehen. Deswegen elastisch, das ist der Begriff. So, und die vierte Eigenschaft, das ist eigentlich der Ansatz, wie das versucht wird, bei reaktiven Systemen zu realisieren. Das ist die sogenannte Nachrichtenorientierung. Das werden wir tatsächlich bei den Softwaresystemen dann im Themenbereich 2 nochmal zurückkommen. Der Ansatz ist, die ersten drei Eigenschaften, also die Responsiveness, die Resilience und die Elastizität, dadurch zu realisieren, dass man ein System nachrichtenorientiert realisiert. Das heißt, die einzelnen Komponenten, die man im System hat, sind vollständig unabhängig voneinander, sind gekapselt voneinander, haben eine eigene Datenhaltung, die teilen sich keine Daten und kommunizieren ausschließlich über Nachrichten miteinander. Asynchronität, zu dem kommen wir nachher nochmal, meint. Die kriegen nicht einmal mit, jemand, der eine Nachricht abgesendet hat, kriegt nicht mit, ob die bei der Gegenstelle angekommen ist oder nicht. Das heißt, es wird abgesendet und es darf sich keiner darauf verlassen, dass die Nachricht da tatsächlich ankommt. Man muss sich irgendwie selber darum kümmern, dass man das erkennt. Das ist in dem Zusammenhang als nachrichtenorientiert gemeint. Wir werden, wie gesagt, am Ende von Themenbereich 2 nochmal auf das zurückkommen. Ich werde dann nochmal darauf rückverweisen. Hier nur ganz kurz die Zusammenfassung.